Ist Eichhörnchen. Check. Oh nee, 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 nicht wieder in die Tonne, nee, 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 Selbstzerstörung. Wow, Leute. Das sieht gar nicht so, also gar nicht so scheiße aus, jetzt mal, um ehrlich zu sein. Es sieht viel zu gut aus. Ich weiß nicht, ob dieses Spiel die Qualität für Indie Tony hat. Ich muss ehrlich sagen, das ist vermutlich ein Fehlgriff. Hat jemand für 69 Euro auf Steam brandneues Spiel gekauft. Wir gucken einfach mal rein. Also Spirits of the Light, Sunrise. Von Davy Valentin. Den kennt man ja von so Spielen wie... Intim mit Valentin. Intim mit Valentin. Also, mit den Gebeten läuft das so. Dem Date-Simulator. ja, also viel gibt's nicht zu sagen, außer ich mag, wie das Gras hier aussieht. Die kleinen ovalen Eier. Nils, ich würde dich auch gerne hier jetzt mit einer kleinen Picknickdecke auf die Rosen betten. Mm. Und dich dann verwöhnen. Nach allen Regeln der Kunst mit den Dingern, die hier runterfallen. Ohne Hosen auf Rosen. Was hältst du von diesem Titel? Ja. Mein Sadomaso-Erlebnis im Wald. Mhm. Ohne Hosen auf Hosen. Nur wenn es piekst. Wie es piekst, wenn du? Wenn du piekst. Nee. Wenn du liegst. Naja. Wie es piekst, es, wenn du? Es darf nicht pieken beim? Fiekst. Das ist unerhört. Unerhört. Herr Simon. Cancelung! Cancelung! Aktiviert! Der Cancel-Gott! Ja, die neuen Stühle, die wir haben installiert, die haben so automatisch so einen so einen Sprungfedermechanismus. Du, irgendwann, wenn wir alle digitalisiert sind, dann gibt es nicht mehr sowas wie Gefängnis oder so, dann wirst du halt gecancelt. Und dann gibt es halt so einen Cancel-Bot. Einfach weg, ne? Der Cancel-Bot. Ja, aber bin ich dann, also als Gecancelter, bin ich dann weg oder bin ich irgendwie nur in einem virtuellen Knast oder bin ich eine Datei auf dem Server, die sich nicht mehr ausbreitet? Es könnte sein, dass du ein Papierkorb bist. So, immer in Gefahr gelöscht werden. Ja, bitte nicht. Ständige bitte Angst. Oder kommt so diese riesige Maus rechts weg. Nein, tu es nicht. Lösch. Woher kommen noch 1000 andere dumme Dateien und denkst, ey, ihr wisst gar nicht mehr, dass ich hier auch noch drin bin. So. Und dann ihr habt mich vergessen. Ja, genau. Und dann geht irgendjemand auf Wiederherstellen. Und das ist dann so eine Art Spartakus. Bewegung, ne? Alle gelöschten Dateien, alle gecancelten werden auf einmal wieder raufgespielt. Auf alle gecancelten. Das, und dann, das ist mir nicht wert. Dafür opfere ich mich lieber. Ich drücke nun New Game und wir starten ein neues Spiel. Spirits of the Light. Sunrise. Von den Sunlight Studios. Das ist schon so ein Thema, was sich durchzieht irgendwie bei denen. Sonne. Ne? Das sieht aber deutlich schlechter aus als Minerinho. Davy Valentin. Ja, der Einzige, der hier irgendwas gemacht hat. Der hat das gebaut, ne? Der hat es gebaut und hat sich gedacht, ey, komm, mach ich ein Spiel draus. Weil das ist ja in Blender irgendwie zusammengefriemelt. Muss ja auch blenden wegen Sunlight. Man muss sich die Story ein bisschen selbst erarbeiten. Das ist modern, das ist bei Elden Ring auch so, bei allen Souls-Spielen hier auch. Recht. Über Hinweise in der Welt muss man sich die Geschichte erschließen. Oh, siehst du da so einen Wohnwagen? Peter Lustig als Baum. Wir haben Peter Lustig, The Later Years. Na hör mal, jetzt ist aber genug, ja? Also ich muss sagen, das hat richtig was Heimeliges. Da würde ich gerne leben. Ja, unter so einem Wurzelknauf. Aber normalerweise müsste doch der Baum sich durch das Haus dann durchfressen. Oder? Ja, es sei denn, das Haus ist richtig stabil gebaut. Die sind sehr reich. Für den Baum ist es ja auch nur Holz. Also es ist ja für ihn, okay, es ist halt Holz. Er akzeptiert das Haus als Teil von sich selbst, ja. Vielleicht ist die Geschichte auch, dass der Zwillingsbaum wurde gefällt, um dieses Haus zu errichten. Und der andere Baum streckt seine Wurzeln in einer innigen Umarmung nach diesem Holz aus, was mal sein Freund war. Genau, er will es nicht gehen lassen, das Holz. Was? Okay, bla 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 bla. Also die beiden, ne, machen hier gerade, die wollen zu Oma. Ja. Und siehst du da vorne, das sieht aus, als sollte es, also es soll wohl Geschirr im Spülbecken sein, aber es sieht aus, als hätte sie einfach das Geschirr einbetoniert, weil sie keinen Bock mehr hat auf Waschen.
Greenfields was its name, because green was the most present in that place. From tall, slender trunk trees to the shimmering grass flush with the crown. However, there were other colors. The blue, present in the sky amongst almost always sparkling in the, ich, wenn ich so spreche, kann, verstehe ich selbst nicht. Ja, das kenne ich. Now that's pod racing. Okay, jetzt fängt das richtige Spiel an. Oh, Campos Verdes. Die von die Hosenbeine hochgucken. Sie, okay. Und jetzt beiden hängen auf zur Großmama. Wir müssen zur Oma und die kann einfach nur dumm rumlesen hier. Immer den Weg nach. Dann kommen wir zu Oma. Ich finde diesen stachsigen Gang eigentlich ganz geil. Sind das ihre Haare, die da hinten? Oder hat der, das sind hat ihre der Rucksackhaare? Oder? Oh, das kann natürlich auch sein, dass das Rucksackhaare sind. Das sind die Rückenhaare. Die Steißhaare eher so. Vom ja, so also genau. Ich meine, die leben im Wald. Ganz sicherlich haben die nicht gerade die Körperpflege erfunden. Fechado. Geschlossen heißt das. Ja, na klar. Okay, Great Square, Great Square. Ich auch nicht. Haben die mir nicht gerade gesagt, wo ich lang muss? Oder ist das schon die Oma? Den Weg entlang. Geht cool nicht mehr. Guck mal, siehst du das kleine tanzende Licht da? Ja. Das ist der Geist der Oma. Die ist nämlich schon längst Dancing tot. Dancing Light. Das kann also so rennig. Okay, so. Das sieht so richtig anime-mäßig aus. So Dragon Ball, ne? Ist das euer Ernst? Ist da vielleicht ein Schlüssel in dem Haus drin? Nee, das sind so, hätten sie uns ja nicht davor gespawnt, oder? Ja, aber das muss ja nichts heißen. Wir gehen erstmal rein und gucken mal. Das ist aber ein kleines einbetoniert. Kein Bock mehr auf das Geschirr. Da ist noch eine Tür. Wir dürfen nicht in unser eigenes Kinderzimmer, deswegen. Na, die Mutter kriegt doch Besuch heute, deswegen sollen wir gehen. Ist das die Mutter? Das ist ihre Mutter, ja. Zumindest behauptet sie das. Da macht sich wieder bemerkbar, dass du als Untertitel Portugiesisch gewählt hast. Achso, das habe ich ja wirklich auch ausgewählt. Ne? Ich wollte das ja sogar so. Hier. Nee, steht auf Englisch. Ist trotzdem Portugiesisch. Sie haben sich für Portugiesisch entschieden. Hernando, kannst du noch die englischen Untertitel einpflegen, bevor wir releasen? Si, senor. Si. Marie. Und dann ist er nach draußen gegangen, um sich einen reinzupfeifen und es wurde nie wieder gesehen. Ja, im Zweifel. Wie geht die Tür auf? Ja, da ist es. Siehste, haben wir nämlich den Schlüssel akquiriert. Unbemerkt. Im Haus. Also wer auch immer das hier gebaut hat, ist ein Genie. Hat keine Fantasie. Ein Genie ohne Fantasie. Fand er sie mit Fantasie? Oma, wo steckst du nur? Ja. Oma, bist du im Hausflur gestürzt? Ja, aber das hier, der kleine, ne, das ist nicht, ne, die lebt nicht in so einem kleinen Kerker, in so einem Turm, Turmverlies. Nee, die Omi hat ein richtig gemütliches Oma-Duck-Haus, so richtig mit Pflanzen und einen gut gepflegten Garten und einen Kuchen, der auf der Fensterbank steht und seinen lieblichen Duft versprüht. Nur darauf wartet, ne? Und wenn du ihn riechst, dann hebst du dich so ab vom Boden und fliegst so hin. Ja, genau, so mit der Nase voraus. Wie geil wäre es, wenn das tatsächlich, wenn Elon Musk diese Art von Transportation erfunden hätte, so einen speziellen Kuchen, den du riechst und dann fliegst du und dann pusten sie dich irgendwie rüber. Auf der Kuchenwolke, oh ja. Aber nein, er will ja unbedingt zum Mars. Na, wenn wir so Cartoon-Physik hätten, ich fände das schon irgendwie ziemlich cool. Ja, man würde auch runterfallen können, dann hätte man kurz Sterne über dem Kopf, würde sagen, uff, und dann ging's wieder. Genau, du fällst vor allen Dingen nur, wenn du nach unten guckst. Sonst läufst du einfach. Unfallbar. Und man kann auch sonst einige Meter immer noch so durch die Luft laufen, bis einem das, ups, und dann dauert es noch eine Sekunde und dann knallt man es runter. Ey, wir sind, glaube ich, in die falsche Ecke gelaufen. Wir... Ah, way to Grandma's house. Aber steht da Weg zur Oma? Weil dann ist das ja für jeden quasi die Oma. Ja, da wohnen alle Omas. Oder es gibt eine Ur-Oma, sozusagen. Sie ist halt für alle die Oma. Die Vanilla-Oma. Was nicht für die genetische Vielfalt des Dorfes spricht, muss man dazu auch sagen. Aber es sind bisher nur zwei Personen. Okay, komm Oma. Jetzt zeig mal was. Grandma, are you there? Das Fehlen von jeglichen Geräuschen ist auch irgendwie sehr stimmungsvoll. Oh, ihr Gesicht ist absolutes Horrormaterial. Was sollen denn die Leute in der Höhle über sie sagen? Ja, ständig kommt da diese Troller mit dem schlimmen, grauen Gesicht. Okay, das ist gruselig. Okay, vier Autos.
fünf Autos sind in der Höhle. So, aber so ganz kleine. Ja, so kleine Käfer. Was? Schnecken? Oh, ja, das ist, dann hat man nicht lange zu leben. Wenn alle Schnecken nach deinem Leben trachten. Das ist wahr. Wenn es wirklich alle auf der Welt wären, kannst du nirgendwo mehr. Was? Fertig? Hallo? Haben wir gewonnen? Was ist jetzt passiert? Wir haben durchgespielt. Okay, es kam die Cutscene, sie geht nicht in die Höhle, sie geht zur Oma, haben wir quasi gewonnen. Wir haben gewonnen, geschafft, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Das Spiel sollte eigentlich nur ein Risiko oder Oma. Wir haben uns für die Oma entschieden, gewonnen. Nee, jetzt mal ernsthaft, kann mir das mal jemand sagen? Ich starte nochmal neu. Aber also ich finde, wir haben es durchgespielt. Oh nein, jetzt kommen wir die scheiß Kamerafahrten. Du läufst ganz schön schnell, weil das die Turnschuhe schont. Am Himmel geht er auf der große Mond. Wow. Vielen Dank. Soll ich denn da vielleicht einfach mal woanders lang gehen? Das ist jetzt, genau, rechts war der Weg zur Oma, genau. Links geht der Weg zum Hauptmenü. Ich habe Angst, dass jetzt wieder die Todes- A little detour. Kommt. Fear of a dark place. Even beyond the dark mist. A light that shines across the sky in the midst of darkness. Indicates the sign of ascension. The world had entered the transition. The one everyone had been waiting for. Days like gold will come. Press Anakin. Floresta. Oh, ein Häuschen, guck mal. Oder ist das nur ein Durchgang? Geht nicht auf. Manche Türen gehen. Schau hier. Rosen. Ich frag mich, wie der Ede das Spiel gefunden hat. Ob er random einfach nur gesucht hat nach schlechten Spielen und sich das Schlechteste genommen hat. Hat er wirklich das rausgesucht? Ich kann es irgendwie auch nicht glauben. Das wäre eine redaktionelle Arbeit von ihm. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich kenne Ede, erzähl mir doch nichts. Ich will euch ja nur auf den richtigen Weg bringen. Ede hat irgendwas ausgesucht. Das sagen die einfach nur, damit sie sich selbst aus der Schusslinie nehmen. Genau, damit wir auf Ede sauer sind. Forgotten Key, wir haben wieder einen Key. I got the key. Ja, das stimmt schon. Warum stürzt du? Aufs Maul gefallen. Ja, aber sie ist sowas von aufs Maul gefallen. Warum? Ach, das ist eine Falle. Eine Bärenfalle. Eine Bärenfalle vor der Tür. Wie bitte? Wer würde denn eine Bärenfalle vor eine Tür legen, Simon? Wer würde denn sowas machen? Ein Bär? Achso. So, lass uns nach Südwesten gehen. Und dazu, liebe Mache. Angriff! Du bist halt allen Ernstes in meine Falle reingelaufen. Du hast im Dunkeln eine Falle vor dir. Ich hab's eben noch gesagt, Alter. Du hast sie doch nicht mehr alle. Du stellst im Dunkeln eine Falle vor den Eingang der Tür. Ich hab's und jetzt gibst du mir die Schuld. Das ist doch nicht mehr zu fassen. Und da haben wir das nächste geöffnete Tor. Pass auf die Bärenfallen auf. Ich raff hier gerade wirklich gar nichts. Warum laufen wir hier lang? Ah, sauber. Hey, und wieder auf eine Bären. Ich sag gerade noch, pass auf die Bärenfalle auf. Meintest du die? Ich meinte, hast du die gesehen, dass sie da liegt? Natürlich, jeder hat sie gesehen, außer dir. Du hast, ganz kurz, du siehst den Lebensbalken oben links, ne? Ja, ich habe kaum noch Energie. Genau. Aber kannst du nicht irgendwas snacken? Hast du irgendwas zum Snacken? Oh nein, Mann, ich kann mir das nicht mehr angucken. Also mit F habe ich nur das. F und E irgendwas? E. Nee. Eigentlich hatte ich auch ein Inventory, dachte was? Ich. Was? Was? Was ist denn jetzt los? Ah, aber zum Glück nicht weit zurückgesetzt. Aber ich habe mich nicht mal bewegt. Da, explosive Fungus, explodierende Pilze. Ja, wenn wir jetzt nur noch wüssten, wie wir die benutzen. Hochgerollt. aha. Oh, warte okay. mal. Nix ist da. Da glitschte man eben durch. Aber was ist denn passiert? Der hat vor irgendwas Angst oder was? Wir mussten da schnell durch. Ich glaube, das ist, man muss irgendwie schnell durch. Ja. Aber das ist die Stelle, wo wir auf der anderen Seite waren. Da haben wir die Tür aufgemacht. Oder war das da? Ich weiß, man weiß es. Niemand weiß es. Irgendwas macht ihr hier fürchterliche Angst. Da ist noch was Geiles. Ah, das ist der Forgotten Key, genau. Okay, und dahinter ist jetzt wieder die Bärenfalle. Vorsicht, Vorsicht. Oh, was ist das? Ein fieses Ungetüm. Oh, Estranio. I see a curious and intriguing figure in front of me. I wonder if she'll move on or give up when the weight of the decision falls on her shoulders.
Move on. Great, merke your words, true. Ja, und jetzt? Und schnapp die da. Oh, ja! Ja. Bisher läuft. Oh, Zwischensequenz, vielleicht auch schon Ende. Vielleicht Menü. Das Spiel hat echt geendet, als wir die Oma besucht haben. Ja. Ich komme da nur nicht drauf hinweg, dass sie uns einfach rausgeworfen haben. Ah, Floresta, da waren wir doch schon. Aber waren wir auch von dieser Seite hier? Nein. Nee, was sieht ein bisschen aus, als wäre der an sich selbst gerade. Ja, ich habe dasselbe eben. Einfach mal nur in Ruhe in seinem Garten wichsen. Und schon kommt da wieder jemand vorbei. Mm. Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten! Oh, das mag ich jetzt, aber das gefällt mir gar nicht. Grabst dir in die Hosen, wachsen deine Rosen. Der hat den Schwanz hinten. Mm. Und kein Kopf, doch. Warte, wo ist da? Ist hallo, der Kopf? Sir. Oh, der Wolf! Alter, wie geil! Ist der Wolf! Oh, what we have here? Come on, do not be content. Tell me what you're thinking. It's. I need help finding a way to take to my grandmother's house, please, sir. Oh, to your grandfather's house, yes, I know a way there. No better. A shortcut. I'm so glad you can help me. What would your name be, child? I'm Caryl, daughter of Anarim, the most skillful, and daughter of Loriel the Wisest. Angeber. Oh, yes, no, I understand. A very special child, I see. Miles away said, I hope to see you later. Thank you. Also, wir sind auf dem Weg zu unserem Schicksal. Ja. Yeah. Er hat uns dahin geleitet. Er ist irgendwie ein weiß was. Werkzeug des Schicksals. Aber er will die große Transition noch miterleben. Sie genießt den Regen. Den Regenregen. So, where is the shortcut? Oh, das ist ein, guck mal, das ist ein Friedhof. Man nicht auf Wölfe. Ja. Oh, Gewitter. Jetzt ist aber wirklich unheimlich. Ist auch einmal so dunkel geworden. Der Wolf. Das miese Schwein. Warum dreht sich der? Also offensichtlich, dass da was ist. Oh, oh, oh. Hm, ob das eventuell derselbe ist? Ich glaube, du hättest was drücken müssen. Ja, es ist Spanisch. He has no strength and his body is fragile. That's why you die. Sterbe ich jetzt echt so? Alter! Nein! Dumm-di-dumm-di-dumm. Okay, das jetzt müssen wir dieselbe Sequenz nochmal angucken. Oh, Frieden, das ist dein Ding! Ich find's so lustig, dass sie sich gleich umdreht, das Monster da steht und sie dann wieder... Das ist so ein Two-Take, ne? Huh? Ich sehe nix. Ah, ist ja offensichtlich nix. Und jetzt? Warte mal, da war doch was. Wow! Okay, bereit, bereit. Das sieht ja schaurig aus. Kuh, ja! Oder Kuh der Leertaste, ich weiß es irgendwas nicht. War's. Tja, selber schuld, dummer Wolf. Hast nur einen Versuch gehabt. Quicktime-Events. Wir haben es geschafft. Was haben wir geschafft? Wir sind einen Meter zurückgegangen, damit hat der Wolf nicht gerechnet. Jetzt geht er beleidigt nach Hause, scheiße, sagt er sich. Oh, oh, hier, oh, oh Endboss. Endboss-Teil. Das ist ein, ist ein Kampf. Du musst aber irgendwas. Ich hab doch gar nichts. Gar keine Waffen. Ja, aber da ist er wieder. Vielleicht muss man ihn mit List irgendwo hinlocken, dass er durch in den Brunnen fällt oder so ein Shit. Vielleicht, oder da oben rauf. Ja, das wäre schön, ne? Probieren wir da oben rauf zu tackern. Oh. Ja, aber wie du ausweichst, okay. Das ist einfach dein Elden Ring-Skill. Vielleicht verhungert er. Wenn wir da oben lange Zeit bleiben, er hat mehr Hunger als wir. Oh. Alter, es ist so scheiße. So eine. Du machst es jetzt mal. Kannst du jetzt mal schön gucken. Q, F, E, Leertaste. Bitteschön, Dark Souls-Steuerung. Ich meine, wir haben letztes Mal Sachen eingesammelt, aber die haben wir diesmal nicht mehr. Was, an was bin ich denn jetzt gestorben? An Altersschwäche oder was? Aber, ja, es bist an Angst gestorben. Der Pfad ist. Oh, da liegt was, ja. Das Leuchtende ist. Alter, das ist doch nur noch dumm. Die Musik ist noch ganz grauselig. Hier ist so ein Nebel. Kann das sein, dass dieser Nebel einem Angst macht? Mhm.
Das dürfen wir uns ja noch holen. Also es bringt ja auf jeden Fall keine Energie. Ah, jetzt hat er mich hier erwischt. Okay. Alter, es ist wirklich... Ey, die, also wir können ja nicht gegen ihn kämpfen. Wir haben ja überhaupt gar keine Waffe. Das heißt, wir müssen ihn irgendwie überlisten. Da sind diese zwei Wege, davor hat sie zu viel Angst. Gibt's irgendwas, kann sie sich irgendwas einschmeißen? Equip? Was ist das? Oh. Guck mal, Weapon. Ah, okay. Aha, Explosive-Fungus, das klingt doch wie ein... Das sieht gut aus, ne? Wie eine Waffe. Und jetzt auf also mit, E, oder? Ich glaube mit E oder F, ja. Ja, das hättest du vielleicht unten machen sollen, aber ist egal. Hey, das einmal ausprobieren. Okay. Okay. Unfaire Dreckscheiße. Okay, jetzt häng ich hier fest. Ja, man sieht ja nichts. Aber jetzt haben wir das gelernt. Mhm. Das war schon mal gut. Ja, oh, aber es nimmt nicht so viel Energie weg, wie wir alle beide gerne hätten. Jetzt explodieren sie nicht mal mehr. Ja, super, okay. Aber du schaffst es nicht mehr. Ah, ja, okay, aber wir haben schon ein bisschen was weggenommen. Oh ja. Ja, jetzt hast du ihn. Das ist ja geil, einfach weiter. Nicht mehr so viele. Egal. Das ist ja fantastisch. Du hast ihn fast. Oh, wie traurig, Alter. Es fehlt wirklich nur noch ein oder zwei von diesen dämlichen Pilzen. Vielleicht, wenn du weiter rumläufst. Oh nein, was? Oh nee. Ja, noch zwei. Du hast aber nur noch drei und du bist tot. Victoria! Wird you heißasa? An axe of unknown origin with a slightly large and worn blade that shines like silver. He was stuck in this trunk a long time ago. It is not known why and who did it. Wow, it seems incredible and unimaginable to me. Du bist dieser Typ im Hut. Okay, well. Yes, it is an incredible thing to think about, but besides being beautiful, it is destructive. So be careful, because your fury can compete. Okay. At one thing side, the coming force in on the other is strength, pulsating and destructive. I think I now understand the reason for. Papa, can I help you cut some trees? That's a difficult job, you would not be able to. Okay, also, der bringt uns jetzt Hacken bei. Ja, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Okay, warte. Equip. Das ist ein sehr... Oh, shit. Wir haben die gar nicht. Da beim Vater. Alter, der Vater ratzt jetzt erstmal ein. Und wir müssen hacken. Die Tochter soll doch die Tochter den Scheiß machen. Ah. Ja, die hätten wir wirklich vorher schon haben sollen. Ne? Zack. Was? Mhm. Ach komm, ey. Die dahinter habe ich getroffen. Hast du gesehen? Ja, die Rosen machst du gerade ganz gut kaputt. Ah, ja, von hier. Ja, Mann. Du zeigst es dem Holz. Das Holz hat dir gar nichts entgegenzusetzen. Und gleich ist der Vater dran. Weißt du, warum ich unbedingt die Axt haben wollte? Ha, jetzt zeige ich dir, warum. Jetzt kannst du dich nicht mehr wehren. Daddy, I did it, I did it, I cut all the trees. Daddy, I did it. Komm, hack ihn mal. Hack ihn kurz mal an. Daddy, awake. Rolling or dodging backwards with the space bar, you can deflect attacks if done at the right time. Now we that kind of fuck are we going? That we like a book call at my back. Ah, level 4. Level up. Wow. Strength, agility, vitality. Krass, dieses Spiel. Ist ja ein richtiges Rollenspiel hier. Mit. Beep. Ja, ich glaube, das war's. Oh, okay. Und mehr geht nicht? Beep, immer nur. Beep, doch. Beep, beep. Das ist ja der absolute Oberhammer. Du hast noch zwei. Beep. Ja, Mann. Boop. Tschüss, Papa, ich geh mit der Axt spazieren. Ja, mein Kind, ich mach mir überhaupt gar keine Gedanken. Wo ist denn unsere Tochter hin? Ach, der habe ich die Axt geschenkt. Die läuft gerade durch den Wald. Was? Was will ich, was ich tue? I have no idea what I'm doing. I'm just pressing shit. Espasso, wahrscheinlich Leertaste. Ja. Ach, jetzt hat sie die Axt. Die Axt sieht komisch aus jetzt irgendwie, ich weiß nicht. Das ist nicht dieselbe, ne? Jetzt transformiert im Vollmond.
Und jetzt können wir den Wolf bekämpfen. Okay. Soweit so Dark Souls. Voll Bloodborne. Sag mal, wir haben ja auch gerade schon besiegt. Du hast keine Ausdauer gehabt. Das ist, Alter, wie ich einfach in die eine Richtung gehüpft bin. Jetzt kommt. Ja, ja. Hat gar nichts gebracht. Was habe ich denn für eine Reichweite, ey? Nix. Alter, 10? Ernsthaft? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gejumpt. Oh, 200. Das hat richtig was gebracht. 7? Ja, wenn die Mutter so weise ist, warum hat sie uns dann durch diesen Wald geschickt? Ja, weil sie uns loswerden wollte. Das ist die böse Stiefmutter. Das ist der Klassiker. Hänsel und Gretel. Ich hab doch klar getroffen. Oh, das ist so krampfig, wie es schon aussieht. Ja, das war mal ein Saft. Oh, das sind Wirbler gemacht. Aber du könntest es echt noch schaffen. Alter, was ist denn das? Alter, wie scheiße, wie scheiße. Oh, jetzt, nö. Durch die Angst oder was? Oh, hör doch auf. Jetzt hat er auch noch so eine Aura. Das bringt ja einfach nichts. Nee, der zweite Schlag hat da immer einen. Vielleicht musst du ihn halt wirklich von hinten oder so erwischen und irgendwie mehr drauf. Das ist ja wirklich genau wie bei Dark Souls so, ne? Gerade in dem Moment, wenn du naschen willst, ja, kommt der Angriff. Mann, ey, dieses Spiel, ey. Oh. Ey, jetzt hatte ich ihn doch. Ach, hör auf, jetzt darfst du auch mal probieren. Ich mach auch mal. Aber was, glaube ich, ganz gut funktioniert, ist, da muss man nur ein bisschen Geduld haben. Wenn du nur Leertaste drückst, ohne eine Richtung, macht er diesen Backstep. Und da kannst du eigentlich jedem Schlag ausweichen, das ist eine Frage der Geduld. Ja, die Kollisionsabfrage ist. Ach, das ist zum Kotzen, ne? Ja, Nein, nein, zurück, zurück. Echte Maus, das schlägst du übrigens, ne? Hast du schon gemerkt, ja? Nee, ich hab links immer gehauen. Hier, ach so. Dann geht das beides offensichtlich. Und du hast immer rechts gemacht? Mhm. Das, ne, der hört auch gar nicht auf. Guck mal, der schlägt einen nach dem anderen. Das interessiert ihn auch nicht. Aber wie abgefahren das ist, wir hatten ihn ja schon besiegt und dann kommt diese, ich check das gar nicht, dann kam diese... Er ist die zweite Phase sozusagen. Und dann hat sie sich erinnert, dass sie eine Axt hat oder was? Naja, dass er eine Axt... Ja, ey, da gibt keinen Sinn. Halt die lag da in dem Holz und irgendwie hat sie sich dann dran erinnert. Halt. Aber allein, dass der Bär so lange mit einem kleinen Mädchen kämpft, dieser Wolf, das spricht nicht für den Wolf. Nicht für den Wolf, ne? Nee. Dann kann er wieder seinen Freunden aber sicherlich das ein bisschen anders erzählen. Ja, halt echt. Scheiße. Ja. Ach. Eine Scheiße ist dieses Spiel! In den Nebel auch noch reingekloppt. Ich mag das nicht mehr! Ich hab das auch jetzt nicht mehr! Ich hab's voll satt, ey! Sein lila Balken ist wieder unten, was auch immer der lila Balken bedeutet. Lila Balken ist komplett weg. Was heißt jetzt das? Macht der die Scheiße noch? Jetzt macht er den Nagi McNagenstein. Guck dir, ich hab gar nichts. Hab absolut null Energie. Okay, wollen wir sagen, der Wolf hat gewonnen? Der Wolf hat gewonnen, das Spiel ist scheiße. Glückwunsch an den Wolf. Hey. Fick dich, Wolf. Fick dich, Wolf. In dein Arsch. Diarrhea in your fucking ass, Wolf. Der ist wirklich kein Bock mehr. Diarrhea, ne? Diaries. Ihr Lieben, das war die Tonne für heute. Dieses Spiel ist eine absolute Empfehlung. Es heißt... Spirit of Sunlight. Also kauft es und spielt es und genießt es. Wir sagen, wupp, wupp. Viel Spaß, Eddie, beim nächsten Mal, wenn wir dich wieder da hinsetzen. Danke, Ede. Guter Tipp. So, ich setze mich jetzt auf meinen Rosenwolf, den sogenannten Rosenwolf. So nenne ich nämlich meinen Dimensionsportal-Generator. Wenn ich nur darauf drücke, werde ich rausgesaugt in die Dimension und in eine völlig andere und ich weiß nicht, wo wir landen werden. Wir landen irgendwo in einer anderen. Es kann schlechter oder besser sein. Aber ich aktiviere meinen Hosenwolf. Ja. Da frisst mich meine eigene Hose auch währenddessen noch. Okay. 3, 2, 1. Oh nein, meine Hose frisst mich.